Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rocken! Oh, hey, schau! Da ist Sonic! Yo, Tails! Lange nicht gesehen! Hey, Sonic! Schau dir das mal an! Stellt euch vor, ja, Sonic! Ist einfach YouTube auf Papier und es läuft sogar geil! Das ist die Zukunft, Mann! Heroes! Ich habe die ultimative Waffe entwickelt. Habt ihr das Zeug, mich aufzuhalten? Ich freue mich schon auf dieses neue Sonic-Game. Wie heißt das? Sonic Frontiers? Ja, ich glaube schon. Mann, jetzt habe ich hier auf eine Taste gedrückt. Jetzt habe ich auf die 8 gedrückt. Jetzt bin ich auf 8 rüber gesprungen. Machen wir jetzt nur Sonic? Ja, das lasse ich mir nicht entgehen. Heute Abend gibt es Eierfrikassee. Yeah, wir sind Sonic Heroes! Okay, jetzt sind sie tote Heroes. Ah. Launch Base Zone ist ja ewig her. Oh oh. Oh oh. Er macht die ganze Welt kaputt. Kommt Sonic nicht an mir vor. Oh oh. Bye. Oh oh. Was mache ich hier? Das war vor 15 Jahren aber ein bisschen anders. Mhm. Und das war vor 15 Jahren auch anders. Ja, ich wollte. Mal hupt natürlich ein elektrisches Mal. Gut, das weiß er ja nicht. Aua. Junge, da kriegst du einen Elektroschock, um dann noch was abzukriegen. Okay, alles klar. So weit, so gut. Ich schnapp nur noch schnell Luft und dann geht's weiter. Ich hab zwar noch genug, aber sicher ist sicher. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Ein bisschen Sauerstoff und die Sonne gehört mir. Okay, jeden Moment jetzt. Nur keine Eile. Alles in Butter. Was? Okay, jetzt hört der Spaß aber auf. Los, das geht nicht, aber. Junge, du wartest unendlich lange, dass endlich eine Blase hochkommt. Und dann kommt einfach nichts. Und jetzt kommt sie. Wetten? Das kenne ich nämlich. Ja, sag ich doch. Ist klar! Junge, das gibt's bei so vielen Spielen, solche Dinge. Das ist so unfair. Zockt der gerade Gameboy? Ach so, er steuert das Auto. Junge! Komm klar! Sogar ich könnte das Ding besser steuern als du! Schnauze! Das ist Junge, meine Arschhaare könnten das besser steuern! Ach, der steuert sogar das Ding damit, oder was? Das ist so dumm! Oh mein Gott! Natürlich erwischt es Sonic nicht! Aui! Wenn mich ein LKW überfährt, schreie ich auch um bloß Aui! Oh, aber so kann er wenigstens mal seinen eigenen Hintern sehen, Junge, das kriegt keiner hin. Hey, Knuckles, was geht ab? Was zum Kuckuck? Was hast du mir da hinten hingesteckt? Rocket! Oh, ich hasse dich, weißt du das? Ob er sich daran erinnert, dass er gleiten kann? Nein. Wohl eher nicht. Oh mein Gott! Ho. 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 Was Ho. Zum... Wie Ho. Kann ein Kerl, der so fett ist, so schnell rennen? Ho. Voll dumm! Okay, er ist hinter mir. Willst du noch schnell umdrehen und... Hey, Sekunde mal. Wieso zum Henker kann ich nur in eine Richtung schweben? Junge, schweres Leben, Alter, schweres Leben. Yay, du hast mich gerettet. Oh oh. Warum starrst du mich denn so an? Oh. Ein Schweinchen, Doc. Ist denn ein Hotpick?
Oh oh. Was zur? Ah, Gott verdammt! Oh mein Gott! Alter! Hergehört! Dr. Robotniks Schiff nähert sich der Station. Alle Mann, macht euch bereit für seine Ankunft. Oh. Über der Tür ist eine Toilette. Da frag ich mich wieder, warum gibt's sowas nicht in echten Leben? Statt einfach ein Frau und ein Männchen drauf zu malen, malt doch halt einfach eine Toilette hin. Eine blaue für Mann und eine blaue, rosane für Frauen. Das Leben ja viel leichter. Was? Ach, ich weiß, macht gar keinen Sinn, aber wäre cool. Sir. Waren Sie erfolgreich bei Ihrer Mission, sich den Master Emerald zu eigen zu machen? Soll das heißen, der Igel hat schon wieder dazwischen gefunkt? Nein, hab ihn gewinnen lassen. Das gehört alles zu meinem Masterplan. Ah, verstehe. Jedoch weiß ich nicht, wie lange unsere Ersatzstromquelle noch durchhält. Mhm. Oh mein Gott. Der Master Emerald rennt nicht weg. Sir, es ist bereit. Excellent. Höchste Zeit, meine neueste Erfindung zu testen. Was zum Teufel? Was ist das? Die neueste Art, um hier schnell von A nach B zu kommen. Lass mich kurz zeigen, wie es geht. Er stellt sich hier hin und dann... Hui! 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 Junge, sowas bräuchte man in echt nehmen. Das wäre so chillig, Alter. Bist schon spät dran. Auf einmal stehen da noch 200 Leute und warten, dass sie da rüber können. Aber schon wäre es cool. Wäre schon cool. Mhm. Was? Voll dumm! Hey Sonic, wie gefällt dir der neue Handkommunikator, den Rotor und ich gebaut haben? Der zittert auch ganz schön. Der ist echt nicht schlecht, wenn ich das mal so sagen darf. Mit den ganzen Security-Features, die wir installiert haben, werden Geheimmissionen in Robotropolis ab jetzt zum Kinderspiel. Der hat sogar eine Funktion, mit der du... Was? Ja, ich krieg auch immer einen Schock, wenn ich so Videospiele spiele, wo das Tutorial einfach gefühlt unendlich lang ist. Oder was noch schlimmer ist, wenn du mitten in einem Kampf bist und du schwingst gerade das Schwert und denkst dir, oh, dieser Treffer wird jetzt perfekt. Auf einmal kommt dann einfach Tutorial und unterbricht deinen Hieb und der Gegner trifft dich halt einfach. Machst du? Ja, okay, aha, jetzt verstehe ich. Hey Sega, warum haben wir auch geschockt? Fell wie die beiden? Komm schon, ich bin doch auch ein Igel. Lässt sich da was machen? Oh oh. Oh, verdammt! Du hast einen Wolfspelz. Hi! Haben Sie hier irgendwo einen blauen Igel gesehen? Nö. Er ist jetzt ein Meerigel. Trotzdem danke. Ja, dann müsste er sich ja beim Mond verwandeln. Dieser neue Look zum ist der Igel Brüller. Zurück. Danke, Sega. Oh nee. Er ist halt nur ein Werwolf. Oh mein Gott! Willkommen zu einem weiteren sinnlosen Informationsabend. Begrüßen Sie uns. Die liebe ich am meisten, die sinnlosen Informationsabend. Hi, ich bin Omochao. Wusstet ihr, dass ihr schneller werdet, wenn ihr Gas gebt? Ihr könnt sogar langsamer werden, indem ihr bremst. Ist das nicht faszinierend? Okay, welcher Flachschädel hat sich diesen Shot ausgedacht? Ich meine, kommt schon! Das ist total Banane! Kinderwale sind Fleischfresser. Genauso wie es in Deutschland immer noch Orte gibt, Dörfer oder sowas, wo es Glasfaser-Informationsabende gibt, weil jetzt Glasfaser verlegt wird. Wo ich mir denke, das sollte schon vor Jahren in Deutschland Standard sein. Und jetzt haben sie das Ziel gesetzt, 2025 soll Standard sein. 2024 werden sie sagen, 2030 ist es erst Standard. Da haben andere Länder dann schon Lichtgeschwindigkeitskabel, werden wir noch mit Glasfaser rumhocken. Killerwal? Wo? Sie kommen! Der Meister liegt von Amys Keksdose! Was? Oh Mann. Oh, doch schon so spät. Tschüss! Ja, schmeiß den angefressenen Keks wieder rein. Lass die Kekse fallen! Komm wieder her! Lohn gibt es in Form von Geld, also klein entscheiden! Dies war ein weiterer sinnloser Informationsabend mit Omochao. Danke und gute Nacht. War sehr informativ, muss ich sagen. Oh nein. Nein, 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 nein. So viel Wasser in den kleinen Schuh. Was bist du denn, Stuffy? Oh,
Es ist Sonic! Sonic ist auf dem Weg! Oh oh. Oh mein Gott! Och nee! Oh, was zum Er ist tot! Sonic ist tot! Oh, da wird sich Robotnik aber freuen. Das reicht! Jetzt sieht uns der Boss das Blech über die Schallsensoren! Aber war es nicht unser Job, Sonic zu... Verschwinden wir, bevor der Alte kommt! Er ist ja immer noch tot! Wer ist jetzt die Nummer 1, hä? Wer ist jetzt die Nummer 1? Ach, Mann! Alter! Oh, oh! Wie dumm! Wenn ich den Boot trenne, über Lava zu fahren! Das sind die besten Bootrennen über Lava. Ist das nicht cool, Shadow? Sekunde mal, warum bin ich nur Silber? Warum bin ich nur Silber, hä? Son Goku ist doch in Silberform auch stärker. Ich kann Metal Sonic nicht ohne euch schlagen. Wir lenken das Monster ab, damit ihr euch verwandeln könnt. Alles, was wir brauchen, ist die Supermacht des Teamworks. Hab ich nicht recht, Jungs? Halt mal! Was denn? Diesmal bin ich nicht mal selber, du Arsch! Es kann nur einen geben! Sei still! Ja, Sir. Deine Stachelfrisur ist genau wie meine. Du bist voll duper! Einfach angemalt! Nein, schau, du bist Super Shadow! Er und sein Ego. Er tut's schon wieder! Ein neues Übel türmt sich auf. Und nur einer kann es bezwingen. Sonic the Hedgehog. Alles klar, los geht's! Sonic? Bitte her, Sonic! Sonic, warte, komm zurück! Da bist du ja, Faker! Faker? Ich denke, du bist ja der wahre Abklatsch! Du hast die Nerven, dich mit mir zu vergleichen? Ha! Du könntest nicht mal mein Frühstück faken! Deine Sprüche bleiben dir gleich im Hals stecken! Oh, oh Junge, was ist das? Maske, Sonic, Alter! Hey! Willst du dir nicht mal den Rest meiner Beleidigung an? Er haut mit einem Untertitel tot! Mehr geht's nicht, Junge. Du wirst erstmal mit einem Untertitel verprügelt. Junge, das passiert, wenn man zu viel Buchstabensuppe frisst. Ha, diesem Faker habe ich gezeigt, wie der Igel läuft. Ja, wer der Igel... Jetzt ist nur noch ein Eiko. Oh mein Gott! Jetzt ist mal der Fernsehen auf Sonic draufgesprungen. Soll das eigentlich ein Fernsehen darstellen? Ja, oder? Ach du Scheiße! Ich glaube, ich werde nicht mehr. Das muss ich gleich allen weitererzählen. Ich dachte, das ist auch traurig. Das wär's. Tails! Sonic hat ins Gras gebissen! Ja, erzähl's! Wegen einer extra Lifebox! Wie furchtbar! Das ist so geil! Warte, ich ruf den Schmalzklos an. Du Drecksack! Dieses Mal kann Sonic sich warm anziehen. Warte. Oh nein! Hallo? Ach du dickes Eis, Sonic wurde gerade von einem Extra-Leben gekillt. High five, Iggy! Mehr kitzig nicht, Alter. Du kriegst ein Extra-Leben und stirbst durch Extra-Leben. Hey, Cream. Oh, das ist alles passiert. Oha, Alter. Ja, wir wissen's. Warum? Warum? Er zieht ja immer noch alles hinter sich her, Alter. Ja, das schützt sich auch das Haus, ne? Du bist. Amy, ich brauch deine Hilfe. Ach, plötzlich brauchst du meine Hilfe, hä? Nach einigen geplatzten Dates während des Storybook Adventures, nachdem du Vector erzählt hast, dass wir in der einen Nacht also, bis sie fertig ist mit Quatschen, ist die Welt schon kaputt. Mit Tails, brauchst du meine Hilfe? Ja. Weißt du was? Ich hab genug von deinen Eskapaden über die Jahre. Du wirst dich nie ändern. Oh, naja. Er hat seine Hilfe bekommen. Oh mein Gott.
Oh oh. Was zur Hölle? Oh, so schnell kann's gehen. Das war so klar. Hey Mann, Sonic ist er fliegt ja immer noch darum. Hältst du wohl den Sabel? Boah, jetzt reicht's aber. Der Master Emerald kommt an den Ort, wo Eggman ihn niemals findet. Ich glaube, ich hätte den schon gar nicht mehr tragen können, Mann. Oh oh. Oh nein. Boah. Ja, aber Glück muss man haben, Alter. Junge, hier eh noch so ein Guck um Vegeta, wo sie bei Wiss trainieren. Wo der Boden verschwindet. Nur noch rum. Da beißt den am Schwanz rum. Ja. Folterung! Das war aber irgendwie voll klar. Alles umsonst, Junge. Ich will das so durchdrehen. Oh mein Gott! Mein Frosch ist der einzig wahre! Mein Frosch ist der richtige! Nein, hier ist der echte! Junge, Junge! Ich frage mich immer, wie das Mutant Roshi aushält, wenn er auf der Schildkröte angeflogen kommt, die sich dreht wie so ein Kreisel, der 3 Jahre gesoffen hat. Memo an mich selbst. Fahrstuhl ersetzen. Mhm. Der baut auch so einen Fahrstuhl, Mann. Stell dir vor, du hast so einen Fahrstuhl im Krankenhaus, Alter. Liegst du auf der Krankentrage, die ist vielleicht übel schlecht oder so und der Fahrstuhl fährt halt einfach so nach oben. Junge. E-105. Was solltest du finden? Einen Frosch! Und was hast du hier? Kellogg's Smacks, direkt von Penny. Die haben den Frosch aufgebracht. Direkt von Penny? Möchten Sie auch was? Danke, gerade nicht. Magst du was mit Bums? Aber sicher doch! Lightspeed Dash was mit Klatsch? Ich wollte einen Frosch und keine Modeberatung. Schmeiß sie in den Abfluss, da können die Dinger wenigstens keinen Schaden mehr anrichten. Und was hast du für mich? Ich habe eine Bombe an Sonic befestigt. Sie müssen nur diesen Knopf drücken, um ihn zu töten. Verstehe. Was? Wie hat er das gemacht? Sag mir, ist das ein Frosch mit einem Schwanz? Nö. Was bringt es mir dann? Ich bin nur von Idioten umgeben. Keiner von euch hat einen Frosch gefangen. Ein Frosch? Ha? Oh. Ha, da ist er ja. Genau da. Hä? Ich bin stolz auf dich, Bane. Doch jetzt, da ich euch nicht mehr brauche, macht euch bereit zur Auslöschung. Nett, Rocky? Ich liebe es, der Böse zu sein. Der arme Frosch, Alter. Wie hast du so gebaut? Ich weiß es nicht, ich frag's mich aber auch, was? Sehr witzig. Ha, ha, ha. Wie sollen wir euch nur danken für all die Lacher? Auf unsere Kosten! Deshalb machen wir jetzt mal Spaß. Oh mein Gott, er hat den Laserkock. Hey, nicht so schnell. Wir können das doch nicht ohne ein super episches Finale enden lassen. Dann wollen wir mal. Die sind gar nicht begeistert von dem finalen Kampf. Mann, sind das viele. Das ist Sega, was erwartest du? Okay. Ab die Post! Hat irgendwer unsere Waffen mit? Also, ich hab einen Bleistift. Okay. Das bringt's. Wessen Idee war das? Wow. Die haben ja null Chance, Alter! Das ist so dumm! Das war cool, Alter! Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.